Ah ja, übrigens, was vielleicht auch noch nicht unerwähnt bleiben dürfte, ich freue mich auch über Kommentare, gell? Ich meine, klar, ich freue mich auch über gefällt mir und so. Freut mich immer, aber ich freue mich eigentlich noch mehr über Kommentare, weil Kommentare sagen ja so gesehen eigentlich mehr als Bewertung. Ich meine, klar, wenn man sagt Erster oder Zweiter oder boah ey, die erste Kommentare nerven, dann bringt's mir nichts. Aber wenn jetzt mal, sagen wir mal, die schreiben oder ihr schreibt Kommentare so, ja, voll geil, aber mach das und das mal anders und das, oder ja, das und das kannst du so lassen, das ist geil, dann weiß ich, was geil ist. Und dann kann ich es verbessern oder halt bleiben lassen. Von daher bin ich eigentlich dankbar über Kommentare. Vor allem zeigt mir das dann, dass ihr euch mehr Mühe gebt. Ich meine, jeder kann auf so einen Daumen klicken, ob nach oben oder nach unten, spielt das mal keine Rolle. Das ist nur ein Mausklick. Zum Kommentar schreiben muss man sich ein bisschen überlegen, was schreibe ich? Und dann muss man es auch noch schreiben. Das ist ein aufwendiger Prozess, der in zwei langen, ewigen Minuten noch nicht erledigt ist, mein Freund. Ich glaube, da ist gerade ein Sentinel vorbeigefahren, aber ich weiß es nicht. Boah, ich gebe hier Volldampf, ey. Boah. Sowas musst du mir erstmal nachmachen. Alles geplant natürlich. Oh. Das übrigens auch. Gäh? Jetzt nicht hier irgendwie Hate-Kommentare schreiben. War nämlich alles genauso gewollt und geplant. Oh fuck. Das Motorrad kriegt eh noch einen Heidenabzug wegen der ganzen dich. Boah, sichtbaren Schäden. Habe ich doch gerade gähnen müssen und konnte mich nicht rechtzeitig muten, weil ich mit einem Satz war. Scheiße! Jetzt kommt's viel zu weit jumpen. Nein, nein, nein! Oh. Scheiße. Ah, zum Glück nicht zu weit ins Wasser rein, das wäre ärgerlich. Dann wäre der ganze scheiß lange Weg umsonst gewesen. Also fürs Motorrad. Du hast dieses Fahrzeug erfolgreich zum Export abgeliefert. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. $7,600, das ist ja wohl lächerlich. Ach, scheiß auf. Für ein Motorrad, okay. Und ein neues Fahrzeug ist zum Import verfügbar. Also ein neues Fahrzeug kann jetzt importiert werden. Dann renne ich jetzt mal zu dem Motorrad und krall mir das und falle damit weg. Wir brauchen noch Patriot, Remington, Buffalo, Sentinel und Fennus Camper. Passt. Ich würde sagen, wir probieren noch mal diese. Oh, wow. Ich würde sagen, wir probieren noch mal diesen. Boah, wow. Na, wie heißt er jetzt? Patriot. Das wird zwar ein Heidengeschiss mit den ganzen Bullensäcken, aber es wird okay. Cause I love a rainy night. Hey, I love a rainy night. Hey, I love a rainy night. Love a rainy night. Do 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 do. Nein, oh shit. Das war ja so stylisch. Hier auch mal gegen die Wand hüpfen und dann rum und ah, perfekt. Nein, oh, der Lack ist weg, scheiße. Meine Lackierung. Ja, das war auch so ein Scheiß-Bug, daran erinnere ich mich, glaube ich, sogar noch. Dass hier immer mal wieder der Lack verschwindet, total beschissen. Oh, nö. Der Lack weg. Ja, muss mal gucken, wie man das macht. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Jetzt erstmal speichern. Zur Sicherheit. Und zwar hier. Perfekt. So. Hol ich mir jetzt das Motorrad. Um dahin zu fahren. Und wenn es fehlschlägt, dann kann man ja immer noch überlegen, ob man Spielstand lädt oder ob man einfach Dingsi-Bumsi. Wuhu! Boah, wie weit der fliegt, ey, krass. Kranker Scheiß.
Bis unten reicht's natürlich nicht. Aber Monster Sand hat man geschafft. Also schon mal erfreulich. Nee, schafft er auch nicht. So ein Noob. Naja, jetzt muss ich glaube ich gleich irgendwann niesen, also nicht wundern, wenn ich mich video. Dann muss ich nämlich niesen. War das hier das Motorrad? Der Patriot? Ich glaube ja. Ja, hier war er. Alter Falter, nein. Scheiße. Ich würde sogar nicht die Bullenmenschen rechtzeitig ausschalten. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Weil letztes Mal haben die mir ja die Karre zerballert. Von daher muss ich... Oh, oh. Ich meine, so viel mehr Erfahrungslevel kann ich jetzt nicht mehr kriegen, nur weil ich so ein paar Bullen mehr abgeknallt habe. Den Heli kann man abknallen. Haha! Du Noob! Du OPFER! So. Ba-bam! Ba-bam! Oh oh! Ba-bam! Biatsch! Ich meine, klar, ich könnte auch Raketenwerfer benutzen, aber ich will ja die Waffe ein bisschen skillen. So, Gangster-Level schon erreicht. Okay, wegrennen. Oh Gott. Ist ja richtig was los hier. Habt ihr mal Action hier in eurem... Oh, 6 Fahndungssterne. WTF. WTF, von überall Bullen. Scheiße. Schnell weg. Ja, man sieht schon tausende Bullen. Von da muss ich ein bisschen zickzack fahren, dass sie mich nicht so gut treffen. Oh, perfekt. So, jetzt muss ich nur bis nur noch mit 6 Fahndungssternen, ist ja kein Problem. Bis zu meinem... Oh, Panzer. Panzer, alles. Alter. Nur weil ich so ein scheiß Karre geklaut habe. Oh, fuck. Alter. Nee, kann's vergessen. Ah, nein, falsch. Interdiction. Interdiction, sagte ich. Oh Mann. Oh je, nee. Kannst du echt vergessen. Das kannst du echt vergessen. Das ist mich saumäßig schwer hier gerade. Aber gut. Versuchen wir mal ein bisschen mehr Routine da dran zu geben. Ja! Yeah. Komm, jetzt schaffen wir es aber bis rüber. Komm, bitte. Bitte. Oh ja, perfekt. Boah, sogar bis ganz runter. Krass. Oh, oh, muss ich lang davon. Oh, what the fuck? Fast keiner hat getroffen, diese Idioten, ey. Mein Gott. Alter. Alle schießen auf mich und keiner trifft. Leck mich am Sack. Ging ja easy bis jetzt. Mal sehen, wie was noch kommt. Jetzt bin ich ja nur noch Level 5. Das ist jetzt wahrscheinlich so total easy. Hoffe ich. So, jetzt zeige ich euch nämlich mal meinen Plan, den ich hatte. Oh fuck. Jetzt bis zu meinem Versteck fahren, die Scheißkarre drin parken in der Garage und dann halt speichern kurz. Dann ist der Fahndungslevel weg und ich habe das Auto. Und dann kann ich es abliefern, weil wenn ich... Wenn ich das in der Garage habe und ich steige ein, dann kriege ich keinen Fahndungslevel. Zumindest halt, wenn ich gespeichert habe.
Ich glaube, der ganze Verkehr hier besteht nur noch aus Bullen, bis auf den einen, den und den und den. Übertreib auch nicht. Komm, nochmal, ramm mich, ramm mich. What the fuck? Nein, ja! Boah! Komm schon! Oh, ja, die können wir nehmen. Nein, der Karre ist nicht da. Oh Mann, die ganze Scheiße wieder umsonst, ey. Zum Kotzen. Zum Kotze. Das Kotzen, wieso? Ah! So kurz vor Ziel, ey, fahren die Spasten hier noch in die Karre rein, ey. Zum Kotze. Oh Mann. Also war Speichern im Prinzip so gesehen eigentlich auf den Arsch. Ich glaube, wir haben es wieder geschafft. Hoffe ich. Nein, shit. Wow. One step forward, two steps back. Alter! Aber ich habe kein Leben verloren. Weder Leben noch Schutzweste, das ist natürlich geil. Das ist natürlich geil. Ja. So, jetzt müssen wir halt nur wieder den Dinger da holen und nur wieder rauskommen. Und zwar lebendig. Da kommen wir auch schon zum ersten Problem. Okay, die Bullen haben aber ihre Schieß-Skills auf jeden Fall deutlich verbessert, weil die haben mir jetzt überhaupt Leben abgezogen. So, gut, es kommt kein Nachschub an Bullen, das heißt, schnell weg, schnell los! Zum Glück ist in diesem Militärfahrzeug hier Radio, weil Polizeiwagen und Krankenwagen gibt es ja kein Radio, ist voll beschissen. Muss voll langweilig sein, der Job. Verpisst euch bloß, Junge, verpisst dich bloß. Lass mich in Ruhe, ich will nichts mit euch zu tun haben. Mit euch pack. Oh. Wurscht, Bro. Easy. Hau ab. Alter, ey, die wollen mich, glaube ich, echt umbringen, ey. So, komm, kein Bulle hinter mir. So schnell in die Garage rein, damit die Karre da auch gespeichert wird. So, jetzt möglichst heil noch zum Speichern. Jawohl. Komm, speichern wir wieder über den gleichen Speicherstand. Ja, Mann. Perfekt. Und die Karre ist auch noch repariert. Das heißt, man kriegt den vollen Preis dafür. Es sei natürlich, ich fahre beim Hochfahren wieder irgendwo dagegen und krieg, ja, so dann wieder Schaden. Das wäre nicht so wünschenswert und so toll, aber es wäre egal, weil ich eh genug Geld habe. Also jetzt nicht mehr für jedes Haus. Ja, okay. Ich krieg nicht mehr das volle Geld, also muss ich hier auch nicht aufpassen. Ist eh schon vorbei. Und ich meine, ich soll mal zufrieden sein, dass ich überhaupt die Kiste hier kriege. Ich meine, war ein Riesengeschiss, bis man die überhaupt erstmal hatte. So. Du hast dieses Fahrzeug erfolgreich zum Export abgeliefert. Ja, ja. Bla, bla, fucking bla. Und 38.000 ist immer noch okay. Sauber. Und dann geht's jetzt weiter im Text. Und zwar machen wir wieder mit Torino weiter. Zwei neue Fahrzeuge können jetzt exportiert werden. Importiert. Oho. Somit haben wir nur noch Remington Camper, Inferno, Sentinel und Buffalo. Wieder Rockler drin gehabt. Die ihr wahrscheinlich nicht sehen werdet, weil es gerendert wird. Übrigens, euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich mich ab und zu mute und gemutet habe. Liegt daran, dass ich da immer gähnen muss. Gähnen oder rülpsen oder furzen oder niesen. Irgendwas von denen.
Und damit man das nicht unbedingt immer so direkt hört, schalte ich mein Mikrofon immer ab.